Geht's doch, Lilla? Ich bin gestartet vorhin mit einem neuen Video und heute schon mal wieder Tukavuka. Es gibt ein neues Update zu kaufen. Ich habe es mir natürlich gekauft. Like, manche. Ja. So, wir gehen mal rein. Das ist irgendwie so ein Laden, wo man entweder so ein Café bauen kann. Oder ein Shop, ich glaube, sowas in der Art. Habt ihr ja gerade bei diesem Zuckermix gesehen. Müsst ihr auf jeden Fall anschalten. Das ist wirklich cool. Macht wirklich Spaß, wenn man das sieht. Boah, mich stört immer diese Geräusche, gell? Schaut mal, es gibt keinen Platz mehr in Tukavuka, also bei den Häusern, der noch leer ist. Das ist richtig cool. Aber das hier ist das schöne neue Ding, das ich gerade ein bisschen mit mir reingehe. Ja. Mal gucken, wie das wirkt. Ich habe es mir selber noch gar nicht richtig angeguckt. Ja. Weil das ist genau gleich aufgebaut. Ich habe mir aber angucken, wie das Haus aufgebaut ist. Es ist gleich aufgebaut. Schaut mal. Hier Eingangsbereich, bla bla bla, Start und so. Dann geht man hier lang. Alles ist genau gleich wie hier. Nur halt außer das da. Also, wir gucken uns mal die Möbel an. Betten gibt's nichts. Schränke. Oh mein Gott. Mein Traum. Das wollte ich so. Ich liebe diese Teile, nur diesen hat man immer so aufregend. Ja doch, das ist für Läden und für einen Kaffee. Oh mein Gott. Oh mein Gott, habe ich jetzt eine Auswahlmöglichkeit für meine ganzen Hauseinrichtungsvideos. Nice, Bremen. Hier für die ganzen Kuchensachen und so bestimmt, habe ich gesehen. Das ist das für Babys oder so. Ich weiß nicht genau für wen. Ja. Wir holen mal ein Baby raus. Da. Baby. So, ja, oder das könnte auch für Erwachsene sein. Wenn es für Erwachsene wäre, wäre das schon. Wo bin ich jetzt im Schlafanzug? Warte kurz. Haben wir kurz unsere Anzug. Ja, das ist auch für Erwachsene. Wie nice. Ich habe gedacht, so für Babys war das erst so klein aus. So. Boah, ey, das ist schon krass, Leute. Wartet mal. Das kann man hier hinstellen. Das ist ja wahrscheinlich auch dafür. Das gibt es ja im Krankenhaus auch. Cool, cool ist das. Cool, das muss man dem. Ich glaube, ich habe doch was gesehen. Ah ja, hier. Du warst zwar draußen. Achtung, bitte leck nicht. Ja, danke, Ehre. Was kann man hier draußen aufhängen? Was hängen wir denn dort auf? Okay. Was können wir denn hier dran aufnehmen? Das da. Ja, das passt doch. Dann können wir hier zum Beispiel ein Open-Schild. Kann man das auch drehen? Ja, ey! Das ist ja richtig gut gemerkt, Bray. Tun wir das da auch mal hier hin. Teppiche. Gibt's drei neue? Zwei neue Tische? Bad? Mülleimer, und Staubsauger. Diese Putzeimer, die gibt es bei uns in der Schule auch. Ja, nur mal Mülleimer. So, Küche. Kein Kühlschrank. Aber die zwei Sachen. Die da und die Mikrowelle hier. Dann noch das da, das da, das da und dieses ganze Kieselzeug. Ich mache das jetzt so schnell, wie es geht. Hier noch ein bisschen Kakao und Süßigkeiten und Trauben. Cool. Stühle, den da, den weißen, den grünen und den schwarzen. Tische gibt's den. Den, Bruder, den, den. Den! Den! Den, den und den! So, genug. Das gibt's Neues. Dann bei Pflanzen. Oh, ich liebe Pflanzen. Die zwei Sachen. Nice. Lichter, ihr seht ja wohl, welche neu sind, oder? Hier die Laterne, Wi-Fi, diese Sterndinger, Stern, Bär, Kaffee, Ding, 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 Ding. So, ihr seht's ja. Hier Kleidungssachen und Rabattschilder hier. Tüten, Einkaufdinger, eine neue Box und sowas.
Dieses Piepsding, keine Ahnung. Karten, da, Ding, das da. Ich bin so dumm, um die Sachen zu beschreiben und ich bin so faul. Ja, das sind die neuen Sachen. Ah, Boden. Eins, zwei, da ist nicht zurückgeblieben. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Das ist auch neu. So. Also, wo kommt ein Laden hin? Hier, oder? Würde ich einen Laden reinbauen? Können wir ja mal anfangen. Geh weg. So. Wir bauen mal eine Kasse. Eine Kasse bauen ist immer mal gut. Da, wenn man eine Kerze braucht, hätten wir eine Kerze da. Und ja. I'm right back, bitch. It's like a nice day. I'm right back. Eine große Pieps-Ding. Ich weiß, ich bin gastlich zurückgeblieben und ich weiß nicht, was es ist, aber egal. Aber wartet mal, wenn da so viele Sachen sind, die man da hinstellen muss, wäre es doch schlauer, wenn man den anderen verschwindet. Ich weiß, vielleicht ein bisschen nervig, dass ich euch jetzt zulabe und wundert euch nicht mal das. Ich gucke immer mal wieder Videos dabei, wenn sowas daneben ist. Aber wenn ich da mal pausiere, dann ist es praktischer, wenn ich das dann so mache und dann nicht die ganze Zeit irgendwie piep. Ja, das war ja immer so, das höre ich dann immer. So. Wenn irgendwie mal so ein Geräusch kommt oder so, ich sitze auf meinem Bett und bewege mich, das ist ein bisschen wackelig. So, und ich habe ja ein Video gesehen, bestimmt, ihr habt mir auch richtig zuguckt, dass ich meine Haare geglättet habe von der Zeit. Und ich glätze mir bald wieder, weil ich finde das irgendwie, ich finde das steht mir mehr. Und es war ja eine Ferien, das hat niemand aus meiner Schule gesehen, also. Wusstet ihr, mein Vater hat noch nie ein Video von mir zu Ende geguckt, für so eins. Zu faul. Ja, Baba. Ja. So. Eigentlich ganz gut. Der Boden. Ich nehme immer gern so einen Boden. Aber immer so Fliesen eher, gell? Boah, nee, ich kann das nicht mit so Fliesen. Hey, guck mal, wie unsympathisch das aussieht. Wenn ihr mal ein Haus bauen und es dann verkaufen wollt, macht keinen Fliesenboden überall. Klar, wenn es ein richtig modernes Haus macht Fliesen hin. Aber wenn es jetzt so ein Haus ist, so ein chilliges, normales Wohnhaus, dann macht lieber kein Fliesen. Weil ich würde lieber ein Haus ohne 50.000 Räume mit Fliesen ziehen, als mit Holz. Holz ist cooler. Holz. Machen wir den Boden. Das Video schon geht schon fast 10 Minuten. Egal. Ist so? Das war es ja auch dunkel gut, aber das jetzt nicht. Das sieht ein bisschen blöd aus. Ein bisschen blade. Das ist gut, das ist perfekt für den Laden. So, kann man da was reinstellen? Bestimmt. Ja, Digga, beste Leben, ey. Müssen dann nur gleich Klamotten klauen gehen. My daddy, not in 85, my daddy. So ein Ohrwurm. Boah, das hat einfach kein schönes Logo, gell? Muss ich schon sagen, es gefällt mir nicht so ganz. Bruder Tücke Böcke, endet es mir bitte zu einem kühlen Mode. Mojo. Nacho. Warte mal, kann man einen Teppich reintun? Meine Freundin. Ich sehe so neulich zum Video von Weilam. Liebe Grüße an dich. Und auf jeden Fall, meine Freunde, wenn wir Tokavoka spielen oder irgendwas, die anderen riechen so Teppiche. Hast du mir einen Teppich gegeben? Wir machen so, jeden Raum muss eine Farbe sein. Und ich, ja, du kriegst erstmal blau. Oder, keine Ahnung, orange. So, was hast du mir einen Teppich gegeben? Und dann, wenn mal keiner da ist, so, was hast du mir keinen Teppich gegeben? Ich hasse dich. Und dann gibst du mir so am nächsten schwarz für die Küche. Voll Ehre.
Liebe Grüße an dich, Ellie Maus. Das ist mein Vater, keine Sorge. So. Was hätte ich das dann? Das ist bestimmt für Schuhe. Das ist auch für Schuhe bestimmt. Das ist eine Umkleide. Es gibt Umkleiden. Wie nice, Leute. Es gibt Umkleiden. Beste Leben, Alter. Dann sollten wir mal da oben am Fernsehen packen. Nee, lieber so ein Schwarz, das passt besser, oder, Leute? Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr es feiert, wie ich einrichte. Weil ich finde so Sachen, die eher so normal eingerichtet sind, in Anführungszeichen, als so dieses Regenbogen-Pink-Zeug da. Ich finde, das ist irgendwie nicht so meins. Ich habe kein einziges Haus in irgendeinem Spiel so eingerichtet. Ich finde das überhaupt nicht cool. Wenn ihr es so eingerichtet habt, cool, freut mich für euch, wenn es euch gefällt. Mir gefällt es aber leider für mich nicht. Musik muss sein. My Dad, 1989. Warte mal. Ah, schade, man hört es nicht. Ich mache es lieber weg, weil das zerstört irgendwie diese mittelexistente Ästhetik des Ladens. Leute, ich würde sagen, wir sehen uns wieder, wenn dieser Raum zu Ende ist. Peace out. Bis gleich. Also Leute, ich richte euch mit einfach immer mal wieder einen Raum ein. Weil ich bin jetzt ein bisschen zu faul, um alles einzurichten. Vielleicht lasse ich die Aufnahme einfach laufen, also pausieren. Oder sie dort. Und vielleicht machen wir doch noch alles. Auf jeden Fall, ich weiß nicht. Ich sag schon mal Peace out, eure Lehrer am Start habe ich die außer die Eltern. Ich hoffe, wir verschwinden dafür sorge ich. Peace out!